Hallo Leute und willkommen zu Vlog Nummer 278. Heute mit einem eher unschönen Thema. Ich hatte es ja gestern schon angekündigt und einige von euch hatten ganz zu Recht gefragt, warum ich im gestrigen Vlog nicht über den Mordfall in Stuttgart gesprochen habe. Das hatte zwei Gründe. Der eine, ganz banal, habe ich ja gestern schon gesagt, nach 20 Minuten eher Realsatire, locker lustig, wollte ich nicht noch so ein ernstes Thema anfangen. Ich glaube, das könnt ihr nachvollziehen. Und ich glaube, ein fast 23 Minuten langes Video ist dann auch vollkommen ausreichend. Da muss ich nicht nochmal ein 20 Minuten Thema öffnen. Also ist zumindest meine Meinung und ich denke, viele von euch sind mir dafür auch dankbar. Aber der tatsächlich wichtigere Grund ist, dass ich gestern, als ich meinen Vlog aufgenommen habe, die Videos des Mordfalls noch nicht gesehen hatte. Und klingt jetzt vielleicht komisch, aber ich finde es immer schwierig, wenn man Fälle hat, in denen Presseberichterstattung und Realität so weit auseinandergehen, also so konträr zueinander sind. Ihr habt es mitbekommen, in der Presse wurde von einem Mordfall, wo jemand erstochen wurde, berichtet. Ja, das ist jetzt erstmal an sich nicht falsch, aber dass es eben kein einfaches Erstechen war, das ist da nicht unbedingt zur Sprache gekommen. Das hat man in den Videos aber sehr, sehr deutlich gesehen. Und hier kleine Warnung von mir, wenn ihr vorhabt, diese Videos noch zu schauen, macht es vielleicht nicht unbedingt beim Essen und auch nicht, wenn ihr irgendwie zart beseitet seid, denn es gibt wahrlich schönere Anblicke. Klingt jetzt doof, aber ich muss es euch, denke ich, sagen. Ich will auch gleich noch ein bisschen näher zum Thema Videos der Tat, auf das Thema Videos der Tat eingehen, denn da gab es doch interessante Berichterstattungen, interessante öffentliche Statements, die wir uns unbedingt anschauen sollten. Aber vorher kurz für die, die nicht im Bilde sind, was ist passiert. In Stuttgart wurde ein Mann auf offener Straße von einem anderen Mann, gleich mehr dazu, mit einem Samurai-Schwert niedergemetzelt. Es gehen diverse Bilder durch soziale Netzwerke, die natürlich in Regelmäßigkeit gelöscht werden, aber auf denen man doch sehr gut erkennt, dass erstochen dadurch eine sehr verharmlosende Bezeichnung war, denn da fehlen teilweise auch entsprechend Gliedmaßen. So sieht zumindest so aus auf den Fotos. Und das als einfaches Erstechen zu betiteln, naja. Deswegen lege ich tatsächlich, auch wenn es blöd klingt, Wert darauf, die Sachen möglichst realistisch nachvollziehen zu können, einfach zu wissen, was ist nun passiert, und da helfen Videos von einem Tatgeschehen natürlich unglaublich, auch wenn es, wie gesagt, weitaus bessere, weitaus angenehmere Sachen gibt, die man sich anschauen kann. Aber ich habe das ja schon vor einem halben Jahr bei dem Mordfall in Marokko gesagt. Ich finde es schwierig, über was zu berichten, wenn ich nur die Information habe, naja, erstochen. Das klingt halt harmlos, das klingt so nach fast schon Friede, Freude, Eierkuchen, irgend so ein Streit unter Bekannten, auch wenn es immer noch grausam ist, ist klar. Aber die tatsächliche Tragweite, die bleibt dann leider oft außen vor, und mir kommt das immer so vor, als gäbe es da Leute, die eine scheiß Angst davor haben, dass andere Leute sehen, was da tatsächlich passiert ist. Warum diese Einschätzung, dazu auch gleich noch mehr, aber jetzt zurück zum Thema. Ja, auf offener Straße wurde der Mann, ein 36-jähriger Deutsch-Kasache, wohl vor den Augen seiner Tochter niedergemetzelt, abgeschlachtet, ich denke, das kann man nur so drastisch sagen, von einem mutmaßlich 2015 nach Deutschland eingereisten Syrer. Möglicherweise Syrer. Denn es gibt wohl auch noch berechtigte Zweifel an der Identität des Täters. Das jetzt bitte mit Vorsicht genießen. Ich habe aus einer eher fragwürdigen Quelle gelesen, dass wohl möglicherweise, ja, dass der Täter wohl möglicherweise ein Palästinenser gewesen sein kann. Auch andere, ich nenne jetzt mal seriös in Anführungszeichen, Plattformen haben berichtet, dass es Zweifel an der Identität des Täters gibt. Wird sich also zeigen, wer das nun am Ende war. Täter und Opfer kannten sich. Was da nun auch immer vorgefallen ist, das weiß keiner so richtig. Das Opfer hat wohl noch versucht, sich in ein Fahrzeug zu flüchten, in ein Auto zu flüchten. Wurde natürlich vom Täter entsprechend gestellt, oder ich weiß nicht, wie man das bezeichnen soll. Denn wenn einem da jemand mit einem Samurai-Schwert hinterher rennt und man dann noch versucht, sein Auto aufzuschließen, ist, glaube ich, klar, dass das jetzt nicht unbedingt von Erfolg gekrönt wird. Es gab diverse Zeugen des Ganzen, nicht nur die Tochter des Opfers, sondern auch Leute an Fenstern, die beispielsweise gefilmt haben, andere Passanten auf der Straße. Und der Mörder, das Monster, und ich tue mich da mal echt schwer, sowas noch als Mensch zu bezeichnen. Jetzt wird wieder Mimimi, aber Menschenrechte angemerkt werden, mag alles sein. Allerdings, ganz ehrlich, wenn jemand in absolut bewussten in anderen mit einem Samurai-Schwert, was man jetzt nicht unbedingt im Alltag für gewöhnlich zufällig dabei hat, auf offener Straße niedermetzelt, dann hat diese Person auch irgendwann meiner Meinung nach ihre Menschenrechte verwirkt. Das hat für mich nicht mehr viel mit Mensch zu tun, das kann ich nicht anders sagen. So, die Tat an sich fand erstaunlich wenig Berichterstattung. Das ist schon das erste
faszinierender auf einer, naja, sehr widerliche Art und Weise, denn ihr habt es mitbekommen, die Tat in Frankfurt, die wurde entsprechend breit thematisiert, was auch absolut richtig ist. Da gehört ein öffentlicher Diskurs her, so schlimm es auch ist. Aber das muss bekannt werden. Da muss mitgeteilt werden, was ist da passiert, vor allem warum ist das passiert, wie kann sowas überhaupt passieren und wie kann man dagegen vorgehen. Und die Tat in Stuttgart hat in den öffentlichen Medien erstmal relativ wenig Resonanz erzeugt. Das hat sich relativ schnell geändert, denn es gab sehr, sehr bald die ersten Rückmeldungen von großen Plattformen, will ich es mal nennen, teilweise beispielsweise Deutschlandfunk, die berichtet haben, weshalb sie nicht darüber berichten. Das war ein Riesenartikel, ich will das jetzt nur kurz zusammenfassen. Der Deutschlandfunk war der Meinung, er berichtet ja nur über, oder in der Regel gar nicht über Kriminalitätsfälle, außer wenn sie eine überregionale gesamtgesellschaftliche Bedeutung haben. Okay, lieber Deutschlandfunk, wenn jemand auf offener Straße zerhackt wird, dann hat das keine gesamtgesellschaftliche Bedeutung. Interessant, gut, wieder was gelernt. War natürlich eher eine Ausrede, schätze ich, warum man nicht darüber berichten wollte, beziehungsweise eine Ausrede, warum man nicht berichtet hat, denn man wollte es wahrscheinlich eher nicht. Ist ja wieder die unliebsame Täter-Opfer-Konstellation, um das mal so auszudrücken. Ihr wisst, da wird ja in der Regel doch ganz gern hinterm Berg gehalten, warum auch immer, ob das nun politische Gründe hat oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber das Ganze wird noch spannender, denn die Welt hat einen entsprechenden Gegenentwurf veröffentlicht, warum es wichtig ist, über diese Tat zu berichten. Und hier gehe ich absolut mit. Gut, der Grund, warum man nun darüber berichten muss, das ist jetzt wieder dieses klassische, wenn man es nicht tut, dann könnten ja irgendwelche rechten Hetzer es für sich vereinnahmen, bla bla bla. Na, wenn das eure einzige Sorge ist, na herzlichen Glückwunsch. Nee, tatsächlich ist es meiner Meinung nach wichtig, darüber zu berichten, damit auch der Letzte feststellt, dass eben nicht jeder auf dieser Welt gut ist und dass nicht alles aus glitzerpupsenden, regenbogenfarbenen Einhörnern besteht, die sich da irgendwie am Lagerfeuer zusammensetzen und da Ringelpiez mit Anfassen spielen oder so, was ja der ein oder andere durchaus denkt, wie die Welt ausschaut. Nee, es ist wichtig, um zu sehen, hey, es gibt Leute, die halten sich nicht an gewisse Richtlinien eines zivilisierten Zusammenlebens. Die scheißen auf Strafrecht, die scheißen auf geltende Gesetze im Allgemeinen. Denen ist es vollkommen Wurst, ob da meinetwegen auch 100 Leute zugucken. Wenn die der Meinung sind, sie können da jetzt jemanden gerade abschlachten, dann machen die das. Und Täter und Opfer haben sich in dem Fall gekannt. Was da nun genau dahinter steht, wird man sehen, ob das irgendwann mal veröffentlicht wird oder nicht. Aber eine gesamtgesellschaftliche Bedeutung abzusprechen, weil es ja nur ein Mordfall war, es wurde ja nur jemand erstochen, das ist doch irgendwie eine sehr, sehr billige Begründung. Und die Welt hat ganz richtig erkannt, dass man das natürlich auch melden muss, das ist klar. Und möglicherweise muss man da auch entsprechend auch auf politischer Ebene einwirken, damit sowas eben nicht mehr passieren kann. Ist jetzt die Frage, ob dieser Herr sich legal im Land aufgehalten hat oder nicht. Ist halt schwieriger, wenn man nicht mal weiß, wer es nun so tatsächlich ist. Aber das sind alles Sachen, die müssen möglicherweise auch auf politischer Ebene geklärt werden. Eben, dass es nicht sein kann, dass da Leute mit 20 Identitäten durchs Land reisen und keiner weiß, wer es eigentlich ist. Das ist ja schon das erste Problem. Hätte die Tat jetzt wahrscheinlich nicht verhindert, wenn man gewusst hätte, wer es ist, das ist ganz klar. Aber das sind alles Faktoren, die zusammengespielt möglicherweise durchaus entsprechende Taten begünstigen. Man weiß nicht, wer ist Straftäter, wer ist vielleicht in anderen Teilen dieser Welt schon mit entsprechenden Taten aufgefallen oder nicht. Und wenn man das wüsste, wenn man genau wüsste, okay, die Person hat meinetwegen in Land XYZ schon zwei Menschen ermordet oder so. Klingt jetzt vielleicht zynisch, aber dann könnte man da auch entsprechend drauf einwirken und da möglicherweise entsprechend Vorkehrungen treffen, damit diese Person das hierzulande nicht nochmal tun kann. Und jetzt kommt mit Sicherheit wieder irgendwie um die Ecke gesprungen und meint, naja, aber wenn er in einem anderen Land Menschen umbringt, ist es ja auch nicht schön, mimimi. Stimmt alles. Absolut richtig. Aber verdammt nochmal, irgendwo muss auch ein gewisser Selbsterhaltungstrieb da sein, dass man da doch ein gewisses Interesse dran hat, dass Straftäter, die sich illegal irgendwo aufhalten, nach Möglichkeit nicht auch noch morden in diesem Land, sondern entweder in ihr Ursprungsland zurückgeführt werden, da entsprechend bestraft werden, entsprechend weggesperrt werden oder zumindest hier dafür gesorgt wird, dass diese Typen aus der Öffentlichkeit gezogen werden. Gibt ja nun die eine oder andere Möglichkeit. Wenn sie psychisch krank sind, sperrt sie bitte weg. Wenn sie tatsächlich kriminell sind, könnte sie auch wegsperren. Ich weiß, Steuerzahlerkosten, Knast und so weiter, alles klar. Aber ich denke, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Aber weiter im Thema. Die öffentliche Debatte in dem Fall ging vorwiegend darum, ob man denn darüber berichten darf und soll, beziehungsweise ob man denn überhaupt Videos teilen und anschauen darf.
Und hier ist es natürlich so, dass es eigentlich nicht unbedingt erlaubt ist, solche Straftaten zu filmen. Gibt es auch ein entsprechendes Gesetz dafür, Darstellung von Gewalt oder so, bla bla bla. Und da wird absolut zu Recht darauf hingewiesen, dass sich die Leute, die das Video teilen, unter Umständen strafbar machen könnten. Allerdings, jetzt meine Einschätzung von vorhin. Ich persönlich habe das Gefühl, da kursiert eine Scheißangst, dass ein zu großer Teil der Menschen mitbekommen kann, was für eine Scheiße aktuell abläuft. Beziehungsweise wie zerbrechlich diese glitzerpupsende regenbogenfarbene Einhornwelt tatsächlich ist. Und dass man deshalb, vielleicht auch unabhängig von entsprechenden Paragraphen, die die Erstellung und Verbreitung solcher Videos durchaus sanktionieren, ein gewisses Interesse daran hat, dass möglichst wenige Leute das sehen. So wurde zum Beispiel bei einem großen Radiosender ein Aufsatz veröffentlicht, was man tun soll, wenn man dieses Video sieht. Darf man es sich anschauen? Da wurde, glaube ich, sogar mitgeteilt, dass man das doch irgendwo melden soll und so weiter, bla bla bla. Und ich kann es verstehen, dass gerade Angehörige und Bekannte das nicht so gut finden, wenn sie da sehen, was da abläuft. Absolut. Denke ich, für jeden verständlich. Trotzdem zumindest zensiert, also entsprechend beteiligte Personen zensiert dargestellt, ist es ein meiner Meinung nach absolut wichtiges Zeugnis einer Tat, die für viele Menschen in der Form so unvorstellbar ist. Glücklicherweise so unvorstellbar ist. Dass es aber tatsächlich stattfindet, das sollte auch dem Letzten in diesem Land oder auf dieser Welt bewusst sein. Das sollte eigentlich jeder wissen. Und sich dann hinzustellen, wahrscheinlich mit dem Gedanken im Hinterkopf, oh, wenn die Leute das sehen, dann sind die ja alle verunsichert und das geht ja nicht. Wir müssen ja dafür sorgen, dass die Zeugen dieser Tat sind, ob nun per Video oder real, halt als entsprechend Anwesende, dass die ihr Gesehenes nicht weitererzählen, dass kein anderer verunsichert wird. Es kann ja nicht sein, dass man über so eine Tat spricht. Wo kommen wir denn da hin? Und das finde ich doch sehr, sehr bitter, denn was ist denn die Alternative, wenn man sich auf Seite der, ich nenne es mal Zensoren, auch wenn das jetzt böse klingt, stellt? Alternative ist, man schweigt es tot, ist halt alles halb so wild gewesen, dann wurde jemand erstochen, der Täter, naja, vielleicht war er psychisch krank oder so, kommt dann irgendwann mal in die Psychiatrie oder in den Knast, falls es irgendwie überhaupt einen Prozess gibt. Gut, den wird es hoffentlich geben, das wäre sehr traurig, wenn es keinen gäbe. Aber sich hinzustellen und zu meinen, na, wir müssen das ja aus der Öffentlichkeit fernhalten, es könnte ja die Leute verunsichern. Also bitte, was ist denn das? Ja, die Wahrheit, die tut halt manchmal weh und die Wahrheit ist teilweise verdammt ekelhaft, das stimmt. Aber die Menschen da blöd zu halten, von wegen, ja, alles halb so wild, kommt halt mal vor, das ist tatsächlich Zynismus. Und das finde ich widerwärtig. Aber zurück zum Thema Berichterstattung, beziehungsweise soziale Medien. Es gab den ein oder anderen, der zumindest das eine Video sogar als Fake darstellen wollte. Und das fand ich ziemlich krass. Denn auf dem einen Video, ich will euch jetzt echt nicht dazu animieren, das anzuschauen, ich will euch nur mitteilen, was ich gesehen habe, da hat man die Perspektive aus einem Wohnhaus hinunter auf die Straße. Man sieht auf der Straße, wie Täter und Opfer, na, Streit will ich es nicht nennen, in dem Video sieht man eigentlich schon, wie der Täter auf das Opfer einhackt mit dem Samurai-Schwert. Und man sieht da allerdings das Auto davor und das ist auch ganz gut so, denn die andere Perspektive, die ist weitaus, ja, unverhohlener, da sieht man ein bisschen mehr, was für zart besäuerte Leute wahrscheinlich echt nicht schön ist. Ich wüsste gern, wie Annalena, ihr erinnert euch an meine Vlog vor 2 Tagen, die dort am Hamburger Bahnhof die böse Durchsage gehört hat, von wegen, man soll doch bitte die Kinder in die Hand nehmen und deshalb schon innerlich zusammengebrochen ist. Wie Annalena zusammengebrochen wäre, wenn sie Zeugin dieser Tat geworden wäre. Ich glaube, da ist die Durchsage in einem Bahnhof ein Scheißdreck dagegen. Klingt drastisch, aber ihr dürft das auch gern anders sehen. Ich denke allerdings, dass der Großteil von euch weiß, worauf ich hinaus will, denn es ist doch irgendwie sehr, sehr lächerlich, sich als Schneeflöckchen aufzuspielen, das ja schon in sich zusammenbricht, dessen Weltbild ja schon implodiert, wenn es sich tatsächlich jemand wagt, an einem Bahnhof durchzusagen, dass man doch bitte die Kinder in die Hand nehmen soll, damit kein Attentat mehr passiert. So, wenn solche Leute dann auf die Realität treffen, wenn solche Leute dann solche Videos sehen, dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass der ein oder andere auch nicht mit zurechtkommt. Das ist absolut, naja, es ist nachvollziehbar für mich jetzt nur teilweise, aber ich kann es mir zumindest vorstellen. Und da kann ich mir auch wiederum ein Stück weit vorstellen, warum da diese Angst kursiert, diese Sachen tatsächlich zu zeigen. Wie gesagt,
ein Teil meiner Antwort könnte die Öffentlichkeit verunsichern oder die Menschen verunsichern oder so. Ihr erinnert euch wahrscheinlich. Also das ist soweit schon ein Stück weit nachvollziehbar, aber ich glaube, die meisten von euch werden mir auch beipflichten, wenn ich sage, dass es zu einer Aufarbeitung so einer Tat natürlich unausweichlich ist, zu wissen, was da tatsächlich passiert ist und dass es eben kein normales Abstechen war. Naja, das eine Video wurde schon versucht als Fake darzustellen. Da gab es diverse Sing- und Klatschtrolle, will ich es mal nennen, die der Meinung waren, das hat irgendjemand fingiert, um in ihrer kaputten Welt politisches Kapital draus zu schlagen. Na, herzlichen Glückwunsch. Hier muss ich allerdings auch dazu anmerken, dass mir das überwiegend ja eher selten aufgefallen ist, glücklicherweise. Aber es gab den einen oder anderen, der echt hinterfragt hat, ist das Video denn echt? Man sieht ja gar nichts. Da kann ja auch ein Autoreifen gewesen sein, auf den er eingehackt hat. Ja Leute, es gibt noch ein zweites Video, da sieht man das doch sehr deutlich. Außerdem gibt es genügend Augenzeugen. Zum einen Video, gut, das verstehen jetzt nur die, die es gesehen haben, vielleicht noch eine kleine Anmerkung. Man hört da auch ein Gespräch der Leute, die das aufnehmen. Und das hat mich auch ein bisschen irritiert, um das mal so auszudrücken. Denn das ist ein Zwiegespräch, wahrscheinlich in einem Wohnzimmer oder so. Ich glaube, die Frau filmt oder der Mann, ist auch egal. Zwei Leute unterhalten sich und der eine sagt dann noch, so von wegen, der sticht den da gerade ab und dann sagt der andere, ruf mal die Polizei, hast du schon die Polizei gerufen? Aber das ist halt relativ ruhig. Und das ist irgendwie so, das ist vollkommen surreal. Ich kann es nachvollziehen, dass die Leute in der Situation nichts machen konnten, das ist klar. Und die werden wahrscheinlich auch einen Teufel tun, da nach unten zu gehen und da rauszulaufen, wenn da einer wie ein Berserker mit einem Schwert auf den anderen einhackt. Das ist für mich auch absolut verständlich. Aber es ist doch irgendwie erstaunlich zu sehen, in was für eine Ruhe man da irgendwie das Handy rausnimmt, filmt und dann noch so, ach, hast du eigentlich schon die Polizei gerufen? Okay, ja. Mag vielleicht auch daran liegen, dass mittlerweile fast täglich so eine Tat passiert. Ich traue mich teilweise gar nicht mehr in die Zusammenfassung der Nachrichten zu schauen, denn man kommt da teilweise auch echt durcheinander. Überall werden irgendwelche Leute abgeschlachtet, überall gibt es irgendwelche Vorfälle an Bahnhöfen. Heute war der Frankfurter Hauptbahnhof mal wieder gesperrt, denn es gab einen Banküberfall und die Täter haben sich wohl versucht, dort abzusetzen, wurden vor Schließfächern gestellt, Zugverkehr für Stunden unterbrochen und so weiter. Gab wohl auch noch den ein oder anderen Mordfall, den ich jetzt tatsächlich überhaupt nicht mehr zusammenkriege, weil das schon, naja, ihr kennt das wahrscheinlich alle. Ihr lest eine Nachricht, da stehen in der Regel auch keine Namen mehr drin, denn wenn man die Namen der Opfer kennt, dann erinnert man sich ja vielleicht eher daran, als wenn man nur sagt, Tat da und da. Stimmt. Finde ich auch sehr traurig, dass man da so selektiv berichtet von wegen 19-jährige XY da und da, was weiß ich, böse gesagt vergewaltigt oder so. Ja gut, 19-jähriges Mädchen, okay, habe ich morgen wieder vergessen. Lässt sich nicht zuordnen. Die Opfer haben da leider kein Gesicht, was bei den Tätern oft anders ist. Denn an die Täter erinnert man sich in der Regel relativ gut, was eigentlich das falsche Signal ist. Die Täter werden oft teilweise sogar noch von der Presse entschuldigt, wenn es eine entsprechende Konstellation ist, das ist klar. Ich glaube, da muss ich gar nichts weiter zu sagen. Da erschien auch heute ein spannender Artikel zum Thema Mordfall in Frankfurt, der sich nicht direkt mit der Tat und auch nicht direkt mit den Tatbeteiligten befasst hat, sondern der darauf abzielte, wie schlimm doch Eritrea ist. Da ging es tatsächlich in einem sehr umfangreichen Artikel darum, was für schlimme Zustände in Eritrea herrschen und wie sehr die Menschen da misshandelt werden. Ja, die Kausalität zum Thema Frankfurter Mordfall ist, glaube ich, offensichtlich. Das ist auch das Perfide daran. Man versucht, den Täter mit aller Macht irgendwie in Schutz zu nehmen, was ich ziemlich widerlich finde. Denn, wie gesagt, er kommt ja aus Eritrea und das ist ja so schlimm und die schlimmste Diktatur nach Nordkorea, bla bla bla. Und muss das Ganze nicht mal direkt verknüpfen, denn die Menschen, die das lesen, die stellen diesen Bezug ganz automatisch her. Die lesen, Mann aus Eritrea bringt 8-jähriges Kind um, in den er von ICE stößt. Und lesen im nächsten Artikel aber, wie schlimm ist es in Eritrea, wie sehr werden da die Leute misshandelt, Menschenrechte nicht existent und so weiter. Und sofort verknüpfen die ganz automatisch, okay, der arme Mann, was hat der nur vorher erlebt? Und das ist echt perfide, dass das menschliche Gehirn so funktioniert. Aber es ist auch ein Stück weit perfide, dass unsere Medien genau darauf abzielen, zumindest in einigen Fällen. Kommt mir jedenfalls so vor, ihr könnt das gerne anders sehen. Aber ich denke, das soll es dann für heute auch erstmal gewesen sein. Ich finde es doch sehr, sehr traurig, dass man sich versucht, mit allen Möglichkeiten herauszureden, über solche Fälle berichten zu müssen. Da kommen dann irgendwelche Ausflüchte. Es hat ja keine überregionale Bedeutung und wir wollen ja die Beteiligten schützen. Und
denk doch mal an die Familie und die Bekannten und die Verwandten. Ja, alles klar. Wie gesagt, ist nachvollziehbar. Aber trotzdem, ein Stück weit ist es leider doch sehr, sehr relevant, wenn man, wie beim Fall aus Frankfurt, Prävention betreiben will. Übrigens will München jetzt tatsächlich Bahnsteigtüren einführen. Na, herzlichen Glückwunsch. Bekämpft die Ursachen, nicht die Symptome, kann ich dazu nur sagen. Aber ich glaube, ja, ich muss da nichts mehr zu sagen. Ich finde es einfach krass, was hier abläuft. Ich finde es krass, was in den Medien abläuft. Und vor allem finde ich es krass, dass die auf die Missstände hinweisen, mitunter härter bestraft werden als die Missstände erst verursacht haben. Naja, macht euch einen schönen restlichen Freitagabend. Ich werde mal nach Hause laufen, es ist arschkalt. Wir haben Anfang August eigentlich Hochsommer. Es hat den ganzen Tag gepisst und gewittert. Na gut, ich hatte eh zu Hause haufenweise zu tun. Ich habe immer noch haufenweise zu tun, da fällt mir das nicht so auf. Aber wir haben 17 Grad und mir ist echt kalt. Naja, bis morgen dann.